Wir können hier direkt nach unten gehen. Ja, können wir, das ist richtig. Aber habe ich denn genug Platz für das andere? Weil wenn ich jetzt mit Wasserstoff hochkomme, ist das hier im Weg. Ja, ist angeschlossen. Also müsste es hier runter und wir müssten noch einmal hoch. Dafür bräuchten wir also noch eins davon. Danach brauche ich noch mehr reguläre Rohre. Gut. Wir können das nach unten setzen. Ändert auch nicht viel, aber ja. Es geht. Theoretisch könnten wir hier raus. Nee, auch nicht. Das gefällt mir alles nicht. Das sieht optisch total scheiße aus. Und ja, es wurde auch schon gemeckert, dass ich zu sehr Wert darauf lege, wie symmetrisch das ist und wie es aussieht und was weiß ich. Das ist nicht nur mein persönlicher Tick. Ich habe früher ja auch schon wesentlich chaotischer gebaut. Die Sache ist nur dann, es ist für mich eh schon teilweise recht schwierig, den Überblick zu behalten, was wohin kommt und wie die Abläufe und so weiter sind. Denn für euch sind ja nur Minuten zwischen den Folgen, für mich aber Tage und teilweise Wochen geht's, wo ich krank war zum Beispiel. Und dazu, wenn es dann auch noch unordentlich gebaut ist, ist es wesentlich schwerer, den Überblick zu behalten. Das heißt, ich mache es nicht nur für mich persönlich, damit alles einigermaßen schnieke aussieht, weil ich sowas mag bei solchen Konstruktionen, sondern auch, damit es für euch nicht zu viele Phasen sind, wie Gerogon läuft jetzt schon eine halbe Stunde rum und da kann man doch sehen, dass er nur das und das machen muss. Damit sowas halt nicht allzu häufig auftritt. Es wird immer auftreten, weil so bin ich halt. Aber so ein bisschen reduzieren ist doch schon ganz gut. Und deswegen auch ordentlichen Aufbau. Und mehr Platz dazwischen und nicht alles super kompakt. Und ich habe vergessen, die Tränke oben reinzuschmeißen. Ich glaube, 5 fehlen noch, ne? Für Automatisierung 2 braucht er 25. Da, das da rein. Aber gut, zurück zum Thema. Wir wollten die Sachen nach unten abführen. Können die wir irgendwo anders nach unten abführen? Nein, hier muss direkt der Übergang immer sein. Wir können nicht nach unten das wegmachen. Ich könnte das Ding hier einfach wegmachen. Das löst ein Problem, hm? Ja, das Ganze weiter nach rechts verschieben später. Das heißt, jetzt kommt Sauerstoff. Das hatte ich eben schon so, ne? Kommt Sauerstoff da an und geht da unten, machen Knick nach da. Nee. Ich kann dann aber noch einen nach da machen, oder? So. Oh ne, dann verschnörkelt sich. Das ist nicht gut. Da kannst du dich damit oben verbinden. So. So ging es. Oh Gott. Ist aber auch nicht wirklich viel besser. Ja, und hier geht es jetzt runter. Nach da zu einem Valve. Die müssen auch noch Abstand zueinander haben, damit die sich unten nicht verbinden mit den Overflow-Dingern. So, jetzt kriegen die jeweils ein Overflow-Valve. Ich hoffe, man kann die Dinger direkt hinter dem Hochgang anbauen. Ja, Overflow-Valve. Und dahinter kommen dann die großen bösen Türme. Die hier. So, einer weg. Zweiter weg. Schauen wir mal, ob das passt. Was sind die Türme? Da, Flare Stack.
kommt bisher nicht an, aber ist auch noch nichts voll. Die sind aus, ne? Gut, okay. Dann lassen wir das auch jetzt mal eine Weile laufen und schauen, wie sich das entwickelt. Ja, und hier... Also wir werden später mehr Crystallizer brauchen. Die hatte ich ja vorher hier so angeordnet nebeneinander. Und dann parallel, parallel zueinander an dem Rohr entlang Richtung Süden. Jetzt werde ich das so aufbauen, dass ich das Rohr hier unten lang laufen lasse. Richtung Osten expansiv. Und dann nach oben immer die Crystallizer ranhängen. Das sollte auch klappen. Meine Stimme verschwindet schon wieder. Ja, ich sollte das immer nicht übertreiben nach den Krankheiten, aber ich kann es nicht lassen. Das kriege ich schon hin. Wo haben wir gerade Stillstand? Hier, weil wieder Steine fehlen. Ich sollte meine ganze Kiste mit Steinen da hinstellen. Ne? So, Ärmchen dahin. Und nur so einen kleinen Vorrat an Eigenbedarf für mehr Landfill. Okay, momentan haben wir auch keine Schlacke. Oh, ich habe vergessen, irgendwo irgendwas anzuschließen. Hier, Hydrogen Gas. Ist voll, funktioniert nicht. Habe ich die falsch rumgedreht? Ja, ich habe die falsch rumgedreht. Ja, ich kann leider nur nicht sehen, wie sie aussehen, also in welche Richtung das zeigen muss. Ah, es funktioniert super. Sehr schön. Jetzt läuft die Schlackproduktion wieder. Das staut sich alles hier. Und ich kann ja einfach so ein bisschen ab vom Schuss. Ich habe keinen Ab vom Schuss. Irgendwo eine Mini-Anlage bauen, um die Schlacke zu Stein zu verarbeiten. Hier. Einfach eine Kiste rein, eine Kiste raus. Go, go. Die ganze Schlacke von hier nehmen. Da reinballern. So ein Stack behalten. Mach mal noch einen raus. Das Rauslegen braucht mehr. Gut. Das ist jetzt rein temporär, kann jederzeit abgerissen werden von einem Gyrozunft. Also, das hätte ich gemacht. Das war einer der wichtigen Schritte. Der nächste wichtige Schritt war, das jetzt hier auseinander zu dröseln. Dafür brauchen wir primär Platz. Viel Platz. Das hier gehört nicht dahin. Den Platz nehme ich mir jetzt hier oben. Das heißt, ich erweitere das alles komplett nach da, mache die Rohre teilweise unterirdisch und lasse die dann auch hier oben lang laufen, damit sie nicht im Weg sind für die Anlage hier. Und allgemein könnte ich auch mal alle Rohre einheitlich machen. Will ich dafür wirklich Kupferrohre nehmen? Da steht Size 5. Und hier ist jeweils Size 10. Also ich glaube, Kupfer ist gar nicht so toll. Steine Size 20. Achso, vielleicht ist es doch besser, je enger die sind, weil die mehr Druck haben. Also in eine Stonepipe passt 200 rein. Wenn ich dich jetzt ersetze durch ein Kupferrohr, passt nur 50 rein. Gefällt mir es eigentlich lieber, wenn es größer ist. Dann sind das mich auch quasi so eine kleine Puffertanks. Da muss ich nicht diese riesigen Anlagen dazwischen hauen. Nicht Stahl. Wie viel wäre Stahl? 100. Ja, und die anderen Daten sieht man leider nicht. Ha. Steinrohre. Aber Steinrohre kann ich nicht ganz so leicht herstellen, weil die Steinziegel müssen jedes Mal eingeschmolzen werden. Also erst muss ich aus den Crushed Stone hier wieder Stein herstellen und dann den Stein in den Furnace schmeißen. Und ich denke, das Optische, das wirklich alles gleich aussieht, ist wirklich nur für mich, für einen Tick. Das hilft nicht wirklich der Übersicht. Das mache ich erst, wenn die Metallproduktion wieder ordentlich läuft. Das kann ich jetzt nicht bringen. Da fehlt es an Kohle. Ja, nee. Dann erweitere ich mal das hier oben einmal lang. Oh, ein zu viel.
reicht das bisschen Landfill aber hinten und vorne nicht. Ja, gut. Ich muss auch eigentlich nur erstmal hier weiter. Gut. Und da oben kann ich ja schon fast die Kabel langlegen, ne? Also die Rohre, nicht die Kabel. Also ich bräuchte nur hier so ungefähr einmal zum Hochkommen und da einmal zum Runtergehen. So. Und dann da oben lang. Auf Max Reichweite. Mehr. Du bist hierfür. Das soll nur da hinten mit ran. Wie kriegen wir es da hinten mit ran? Weiß ich noch nicht, aber das kann erstmal weg. Kriege ich schon viele Kupferrohre zurück, die ich auch brauche, um neue Untergrundkupferrohre zu machen. So. Geht hier hoch. Und hier müsste es jetzt irgendwo da mit ran. Auf. Machen wir hier einen Knick rein. So. Dann geht es da runter. Ja, warte. Nee. So. So. Das sieht super intuitiv aus. Ah gut, wozu haben wir Untergrunddinger? Okay, das geht optisch, ist okay. Okay, ist also jetzt angeschlossen und wir haben hier mehr Platz. CO2 hätte ich gerne ebenfalls noch ein bisschen nicht so hier mit drin. Ja, muss aber mit drin sein, weil das ja hier hergestellt wird. Ja. Na gut, das Ganze muss jetzt auseinandergerupft werden. Ich muss mir nur vorher überlegen, wo ich was hinstelle, damit der Übergang einigermaßen schnell ist, damit wir keinen Coke verlieren. Oh, das sieht gut aus. Ja, aber es wäre doof, wenn es mitten während der Umbau vorhaben plötzlich kein Strom mehr da ist. So, aber 400 sollte jetzt eigentlich reichen für, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Das heißt, stopp. In the name of love. Weg. Alles weg. So, hier an das Fließband muss Crushed Coal. Alles andere ist jetzt flexibel. So, kann ich das mit dem Slag hier nicht ein bisschen schöner gestalten? Ja. Mach das so rum, dann unterirdisch. Nach da. Und dann nach hier. So, und jetzt shiften wir das Ganze nochmal. Legt das bitte nach oben. Das ist schön. Das ist echt gut gestaltet. Kein Frickelkram, einfach kurz Shift-E einstellen von wo nach wo, kein Rumgedreht, kein gar nichts und es ist nur für das eine Erbchen. Super, vielen Dank für den Tipp. Okay, hier sind jetzt zwei, es sollen später vermutlich mehr werden. Gibt es Liquefier? Ich sollte jetzt nicht nachgucken, nein, okay. Liquefier, dann in die Kiste. Kiste und zwar
erwischen die beiden. Shift E nach unten, okay. Shift E nach oben, okay. Kommt alles da rein. Dann von hier aus kommt das Ganze in eine Fabrik. Warte. Also ja, es kommt in eine Fabrik. Ich überlege nur gerade, ob ich da ein Fließband inzwischen haben will oder dergleichen. Nee, ne? Ja, so müsste es okay sein. Dann kommt es in die Fabrik. Komm mit. Und hier werden jetzt Pellets hergestellt. Pellets waren da. Für die Zukunft, hier oben kommt dann noch zwei Liquefier hin. Hier kommt dann noch irgendwo eine Fabrik hin. Das Purified Water sollte woanders lang laufen. Vermutlich auch weiter nach oben. Aber egal, später kommt hier halt noch eine Fabrik hin und dann noch zwei Liquefier. Dann kommt das jetzt hier raus und kommt in die nächste Fabrik. Das heißt, wir haben dann eine weitere... Oh, ich habe kein Eisen mehr. Das ist doof. Dann verbrauchen wir noch unseren schönen Stahl. Und stellen hier eine Kiste hin. Mit einem Ärmchen von unten nach rechts. Und da kommen die Pellets rein. So, die Pellets müssen jetzt nach unten zum CO2. Irgendwo hier hin. Das Ganze wird dann in einem Liquefier, war es, glaube ich. Zu. Ja. Zu Gedönse verarbeitet. Ugh. So gehört das eigentlich hin. Wozu brauchen wir dich da? Gar nicht. Weg damit. So, Liquefier hier hin. Bekommst da deine Zulieferung. Und stellst es bitte her. So, hier dann einfach Rohr, Rohr, Rohr. Und tada, das läuft. Okay. Wird das mal alles Kohlendioxid. Wir brauchen die aber ja auch, um das andere herzustellen. Das heißt, die nächste Fabrik kommt jetzt hier hin. Und die macht die Holzblöcke. Okay. Nimmt sich also ebenfalls aus derselben Kiste, wo keine Pellets mehr drin sind. Shift E. Die Dinger. Stellt die Holzblöcke her. Und die Holzblöcke kommen dann in eine weitere Kiste, die ich nicht habe. Scheiße. Kann ich kurz ein bisschen Eisen herstellen? Crush Tritalit. Das mal alles aus und weg und hin. Macht Safrit auch. Hier kriegst du ein bisschen Kohle. Arbeite. Tu Dinge. Okay, du crush bitte Safrit Lidor. Ja. Oh, ach, da oben haben wir auch eine Kiste. Was macht ihr denn jetzt alles Schönes? Ihr Ärmchen seid komisch. Nimmt die falschen Sachen wieder raus. Was zum Geier? Achso, damals wusste ich noch nicht, wie das geht. Und Ärmchen! Ja, du hast es begriffen, Ärmchen, aber du nicht so wirklich. Du musst da Kupfer reinlegen, ne? Also guck mal so, ich leg dich hin. Aha, okay. Wenigstens das läuft einigermaßen. Ja, gut. Da ist sogar noch Tinor übrig. Ah, das brauchten wir noch vor kurzem irgendwie, ne? In so genau den Massen. Massen.